Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Raab und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und heute, ihr seht es, ein Chart im Hintergrund. Also es geht wieder einmal um das Thema Börse, Investment. So, und im heutigen Video möchte ich euch drei deutsche Werte vorstellen, die ich gerade für spannend halte und wo ich gerade anfange zu investieren bzw. weiter zu investieren. Und welche dieser drei Werte das sind, das seht ihr jetzt hier im Video. Ihr seht hinter mir einen Chart und vielleicht hat es der ein oder andere schon erkannt. Ne? Chart-Software ist wieder einmal TradingView. Ihr wisst, gab es ja extra ein Video drüber, ne? Und der ein oder andere hat gefragt. Wenn ihr also Fragen habt auch zum Thema TradingView, dann könnt ihr mir das natürlich hier unten in die Kommentare schreiben und dann kann ich auch mal ein extra Video dazu machen, was ich mir da alles hier so anschaue. So, die erste Aktie, die ihr sehen könnt, das ist die Bayer AG. Bayer AG, ich muss mal ganz kurz rübergehen, damit ihr auch den Endpunkt seht, genau, liegt heute so bei roundabout 68 Euro. Und warum fange ich jetzt wieder an, mich für die Bayer-Aktie zu interessieren? Ihr wisst, Bayer, jawohl, das waren die, die Monsanto übernommen haben. Ich war viele Jahre lang Aktionär von Monsanto und habe mir auch dann die Monsanto-Aktien in der Übernahme abnehmen lassen. Ne? Also ich habe meine Anteile von Monsanto sind dann weggegangen und das war ein ziemlich guter Deal für die Monsanto-Aktionäre. Wie man allerdings sieht, für die Bayer-Aktionäre war das nicht so ein guter Deal, denn die Bayer-Aktie stand schon mal bei über 140 Euro, ist dann runtergefallen, als heißt, die hat mehr als 50% verloren und das ist natürlich für so einen großen Konzern eine ganze Menge. Wenn wir uns das Ganze mal ein bisschen längerfristig anschauen, also wir gehen mal auf einen Monatschart. So, dann sehen wir also, warum ich jetzt gerade wieder so interessiert an der Bayer-Aktie bin. Zum ersten ist es der charttechnische Ausblick. Wenn ihr mal schaut, wir hatten hier einen Hochpunkt so im Jahr 2008, roundabout, ne? Dann ging es aber bis 2011 ein bisschen seitwärts und dann kam dieser schöne Ausbruch nach oben bis auf 140 und jetzt ist die Aktie, genau, wenn wir das hier im Fadenkreuz machen, sehen wir das sehr, sehr schön. So, halt, müssen wir wieder ein bisschen zurück. Okay, also da sehen wir hier, dass die Aktie ungefähr genau wieder da ist, wo sie 2008 war. Und das ist so der klassische, erstmal charttechnische Kaufpunkt. Ne? Ein altes Hoch, welches durchbrochen wird, dann wieder angelaufen wird, wird zur Unterstützung. Das heißt, rein charttechnisch macht es Sinn, hier in diesem Bereich so um die 60, 65 Dollar in etwa wieder zu kaufen. Es gibt aber noch einen anderen Grund, warum ich mich jetzt aktuell wieder für die Bayer-Aktie interessiere. Immer wenn ich Aktien kaufe, stelle ich mir eine Frage ganz zu Beginn. Und zwar, glaubst du, dass es diese Firma in 10 Jahren noch geben wird? Und da muss ich einfach sagen, bei Bayer, großer, international weit aufgestellter Konzern mit Milliarden Umsätzen, ich gehe davon aus. Ich gehe davon aus, dass es auch also eine Bayer-Aktie in 10 Jahren noch geben wird. So. Wenn wir uns Bayer anschauen, Bayer zahlt momentan wird dieses Jahr voraussichtlich eine Dividende von 2,94 Euro bezahlen. Das ist auf den aktuellen Kurs 4,4% Dividendenrendite. Das ist schon mal ganz ordentlich. Ne? Das heißt, man bekommt als Aktionär hier durchaus eine schöne, ich nenne es mal Grundvergütung. Und ich glaube halt, dass man den Deal, den man gemacht hat mit Monsanto, dass der zu teuer war. Ne? Der war zu teuer. Und das hat man ja auch im Kurs gesehen, deswegen ist ja die Aktie dann auch hier sehr, sehr stark abgestraft worden. Aber mittlerweile hat das solche Ausmaße angenommen, dass ich für mich persönlich glaube, dass das genug war. Also dass der Absturz jetzt sehr, sehr viel bereinigt hat, dass dementsprechend auch die Risiken, die man nach wie vor drin hat, ne, es geht ja darum, in Amerika haben Aktionäre bzw. Keine Aktionäre, Landwirte haben geklagt gegen Monsanto bzw. respektive jetzt eben gegen Bayer und haben gesagt, hey, dieses Glyphosat, das kennt ihr alle, wenn ihr euch für das Thema interessiert, das hat krebserregende Ursachen, es hat Schäden verursacht, hat gesundheitliche Schäden und dafür muss Bayer wahrscheinlich gerade stehen. In welcher Höhe, das weiß man noch nicht. Aber was sehr häufig an der Börse ist, dass wenn es zu diesen Verurteilungen kommt, ne, und man kann schon davon ausgehen, dass die Amerikaner das durchaus noch machen, dass es erstens
meistens deutlich geringer ist, was im allerersten Falle angenommen wird, und dass zweitens vieles im Vorfeld schon eingepreist ist. Das heißt also, die Erwartungshaltung, es kommt zu einer Verurteilung, es kommt zu Strafzahlungen, das ist oftmals viel schlimmer, als wenn es dann tatsächlich zu einer Entscheidung kommt. Und wenn man sich Bayer einfach mal so anschaut, dann hat man natürlich mit Monsanto durchaus einen starken oder eine starke Marktposition drin, wo man sich überall so positioniert. Ich glaube, Bayer ist ein global sehr, sehr gut aufgestellter Konzern. Und deswegen investiere ich jetzt in die Bayer-Aktie. Das heißt, ich habe mir die ersten Put-Optionen geschrieben, um die Aktie auf einem etwas niedrigeren Niveau nochmal zu kaufen. Und ich kaufe auch an schwachen Tagen diese Aktie immer mal wieder mit dazu. Ist jetzt noch keine riesige Position, aber so nach und nach kaufe ich mal ein bisschen was mit. Und deswegen also hier auch ganz klar Interessenkonflikt. Ich besitze diese Aktie. Das heißt, wenn ich natürlich jetzt, ist ja ganz klar, dass ich auch positiv über diese Aktie spreche. Aber jawohl, ich bin Aktionär seit einigen Tagen von Bayer. So. Zweite Aktie, das ist eine Aktie, auch da sage ich mal von vornherein, ich mache euch erstmal noch einen kürzeren Chart, und zwar hier einen Wochenchart. Und zwar ist das eine Aktie, die mir auch wieder aus mehreren Gründen gefällt. Und zwar ist das die Münchner Rück oder Munich Re, wie sie jetzt auch genannt wird. Eine der größten Rückversicherungsgesellschaften der Welt, hervorragend aufgestellt, verdient sehr, sehr gutes Geld, und ich bin schon seit vielen Jahren Aktionär dieser Gesellschaft. Es war, glaube ich, die allererste Aktie, auch die ich in unser Firmendepot gekauft habe, also die allererste deutsche Aktie, die ich in unser Firmendepot gekauft habe. Wer zu uns kommt auf das Cashflow-Seminar, da zeigen wir auch, okay, wie baut man ein Portfolio zusammen, mit was fängt man an? Und ich habe da mal gezeigt, was waren so die ersten 5, 6 Aktien, die ich mir vor etlichen Jahren hier ins Firmendepot gekauft habe. Und da war unter anderem eine Amazon dabei, aber eben auch hier eine Münchner Rück. So, warum die Münchner Rück? Auch hier wieder zwei Gründe. Fangen wir wieder mit dem charttechnischen Grund an. Ihr seht hier schon im kurzfristigen Bereich, die Aktie hatte hier ein Hoch in 2015, ist dann ein bisschen runtergegangen und eiert jetzt so seit 2 Jahren mehr oder weniger seitwärts, und jetzt plötzlich gibt sie Gas. Jetzt plötzlich fängt die Aktie an, nach oben wegzugehen. Und wenn wir uns das auch hier wieder ein bisschen längerfristig anschauen, dann sehen wir, dass das echt eine spannende Situation ist, weil hier genau an dieser Stelle, also die ist jetzt so bei 204 Euro ungefähr, hat man eben nach dem Anstieg, den wir hier hatten, die Aktie hat sich zwischen 2012 und 2015 nahezu verdoppelt. Dann hat man wieder ein bisschen was abgegeben, läuft so seitwärts. Und meistens ist es so, dass solche Aktien, das ist zumindest meine Erfahrung, ich kann das jetzt nicht statistisch belegen, aber das ist meine Erfahrung, wenn Aktien, die gut sind, also wo die Gesellschaften gut sind, wenn die ein paar Jahre so seitwärts laufen, also da quasi der Aktionär nichts verdient, dann gibt's irgendwann mal den Schub und dann zieht die nach oben weg. Das gab's zum Beispiel vor einigen Jahren bei McDonald's, und das erwarte ich zum Beispiel auch bei einer Aktie wie Starbucks. Sind jetzt aber hier nicht Thema dieses Videos. So, ganz kurz noch zu den Zahlen. München Rück zahlt aktuell 9,73 Euro Dividende. Das sind 4,84%. Das ist eine ganze Menge Geld. 4,8%, und die Münchner Rück zahlt es eben auch nicht aus der Substanz, sondern die verdienen schon richtig Geld, die machen richtig Geld, toll aufgestelltes Unternehmen. Ich persönlich bin ein großer Fan von Versicherungsgesellschaften, was wahrscheinlich daran liegt, ich habe mal Versicherungskaufmann gelernt, das heißt, ich verstehe zumindest in Ansätzen immer noch etwas von diesem Geschäft, und Versicherungen, das ist einfach ein sehr langfristiges, aber durchaus auch gut skalierbares Geschäft. Natürlich, es passiert immer mal wieder was, es gibt große Naturkatastrophen, da muss dann auch so eine Gesellschaft wie die Münchner Rück eben dann zahlen, aber was machen die danach? Die erhöhen dann in der Regel immer ihre Preise. Und weil es nicht so wahnsinnig viel Anbieter auf der Welt gibt, wo du dich rückversichern kannst, das liegt ja in der Hand von wenigen Gesellschaften, und die machen das dann auch alle im Gleichklang, nehmen sie dann auch automatisch immer mehr Geld ein. Deswegen München Rück, für mich eine tolle Aktie, die ich aktuell schon besitze und wo ich jetzt aber auch noch zukaufe. Also gerade hier, wenn der Ausbruch hier nachhaltig ist, dann würde ich auch zukaufen. Kursziele habe ich jetzt hier keine. Man könnte jetzt hier wieder charttechnisch ein bisschen was ableiten, aber das will ich gar nicht, sondern ich glaube, dass das ein langfristig solides Investment ist. So, kommen wir zum dritten Wert, und das ist jetzt kein
Einzeltitel, sondern es ist ein Index. Und wenn wir über den deutschen Index reden, dann denken die meisten vielleicht, das ist der DAX. Nein, das ist er nicht, sondern das ist hier der MDAX. Und auch hier starten wir mal mit einem Wochenchart. Und da sehen wir natürlich, dass der MDAX ja bereits 2018 hier seinen Hochpunkt hatte, ist dann runtergefallen in den, sage ich jetzt mal, Februarunruhen des letzten Jahres und ist dann vor allen Dingen eben zum Ende des Jahres ziemlich in die Grütze gegangen. Ne? Also wir waren im Hoch so bei ungefähr 27.000, sind dann auf fast 21.000 runtergefallen und sind jetzt aber schon wieder bei 24.000 etwa. Und warum ist für mich der MDAX momentan so spannend? Wir wissen, im MDAX sind viele Nebenwerte, viele Maschinenbauer, viele Automobilzulieferer. Und wenn ihr jetzt mal die Nachrichten verfolgt, da gibt es keine guten Nachrichten. Ne? Also die Amerikaner wollen wahrscheinlich die deutsche Automobilindustrie als nationales Sicherheitsrisiko erklären. Was müsste man da eigentlich denken? Die Kurse gehen runter. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Börse nimmt sehr, sehr vieles oftmals voraus. Ne? Und viele dieser im MDAX enthaltenen Aktien haben teilweise 40%, 50%, 60% verloren. Das heißt, da ist wirklich sehr, sehr viel auch jetzt schon eingepreist. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal charttechnisch an. Und da sehen wir auch hier wieder eine spannende Sache. Nämlich, wir sehen jetzt beispielsweise wieder hier, wenn wir hergehen, wir sehen hier das Ausbruchsniveau aus dem Jahr. Halt, hier müssen wir, na, komm ein bisschen her. So, hier, wir sehen das Ausbruchsniveau, vielleicht muss ich hier machen. Wenn nicht, dann will er halt nicht. Dann seht ihr es aber so. Also wir sehen hier so das Ausbruchsniveau hoch 2015, 2016, dann geht es hier nach oben und jetzt testet er das wieder an. Ne? Könnte man sagen, okay, vielleicht ein bisschen spät auch schon dran, aber nicht so schlimm, weil in der Regel, das geht ja nicht in einem Zug nach oben, da gibt es Rücksetzer, die kann man kaufen. Und auch wenn man jetzt hier wieder ein bisschen längerfristig schaut, so, dann sieht man, dass wir einen sehr, sehr schönen Rücksetzer hatten. Der langfristige Aufwärtstrend, den wir aber sehen, definitiv nicht kaputt ist, sondern durchaus eine Chance hat, wieder aufgenommen zu werden. Und wenn wir insgesamt, und ich jetzt bin ich aus dem Bild gefallen, und wenn wir insgesamt von einem doch eher positiveren Jahr ausgehen an den Aktienmärkten, wovon ich persönlich ausgehe, dann glaube ich auch, dass hier der MDAX durchaus gute Chancen hat, ein bisschen Gas zu geben. Wenn man sich das im Tageschart anschaut, ne, dann sehen wir hier, ich will jetzt ja nicht so die große Charttechnik ranbringen, weil ich bin selber kein allzu begnadeter Charttechniker. Aber mir hat zum Beispiel jemand erklärt, das wäre ja so eine Schulterkopf-Schulter-Formation. Ne? Wenn es hier oben drüber geht, dann hätten wir durchaus Platz und dann könnten wir durchaus hier die alten Hochpunkte im Bereich 27,5 in etwa ansteuern und es wäre ein schöner Gewinn. So, wie investiere ich in den MDAX? Gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man kann das über Zertifikate machen. Ich habe das über Optionen gemacht. Das heißt, ich habe Optionen geschrieben für alle Optionshändler. MDAX-Optionen an der Eurex, relativ weite Spreads, ist also nicht so das perfekte Umfeld für jemanden, der einsteigt. Da muss man schon ein bisschen Erfahrung haben und deswegen gibt es aber andere Möglichkeiten. Es gibt Zertifikate, es gibt CFDs, es gibt ETFs, also es gibt jede Menge Möglichkeiten, wie ihr in so einen Index investieren könnt. Und auch hier Disclaimer, nein, ich bin seit heute investiert über die Optionen, aber ich habe den MDAX selbst noch nicht gekauft, werde das jetzt aber die nächsten Tage tun. Also auch hier, ich bin da nicht objektiv, sondern subjektiv. So, das war's. Drei deutsche Werte, die ich momentan für spannend finde. Es gibt noch mehr, aber das sind so Werte, die ich aktuell für durchaus interessant halte. Und jetzt bin ich gespannt, ob ihr eine Meinung zu diesen drei Werten habt. Also, die Bayer, die München Rück und den MDAX. Vielleicht aber auch andere Werte, die ihr aus Deutschland interessant findet. Klar, da geistern jetzt auch andere Namen rum. Ist ein Wirecard jetzt ein Kauf und so weiter? Ne, aber nein, darum soll es heute mal nicht gehen, sondern um eher das Gegenteil von Wirecard, nämlich Aktien, wo es momentan eher weniger Skandale gibt, beziehungsweise Aufregung. Also eigentlich relative Langweiler, wenn man sich mal die Bayer und die München Rück momentan anschaut. So, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin freue ich mich auf eure Kommentare, auf eure Meinungen. Und falls jetzt wieder jemand schreibt, das Bild ist hinten nicht scharf genug, jawohl, wir arbeiten daran. Ihr werdet sehen, nach und nach, in den nächsten 3-4 Wochen, wird die Bild- und Tonqualität unserer Videos deutlich besser werden. Ne? Ihr werdet sehen. In diesem Sinne,
Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Euch alles Gute. Viel Erfolg an der Börse. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.